Also, mein Name ist Sehan Semen Uz. Ich mache momentan eine Ausbildung als Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung bei. Ach Gott. Entschuldigung, es ist gerade. Ist gerade alles wieder aus dem Kopf gerade gekommen. Kein Problem. Wenn du morgens zur Arbeit gehst, gibt es etwas, worauf du dich besonders freust? Auf den Feierabend. Also, ich arbeite hier bei Göllner sehr. Sehr gerne, oder ich fange nochmal an. Das Gefühl, hier bei Göllner zu arbeiten, gefällt mir. Ja, das ist aber Blödsinn. Es gibt Tage, wo ich zufrieden nach Hause gehen kann, wo im Prinzip alles klappt, wo die Container laufen. Dann kann man nach Hause gehen abends, dann trinkst du ein Bierchen und kannst gut schlafen. Das ist schwierig. Das ist eine schwierige Frage. Was seit 1800, bitte rausschneiden, 85, ich sage jetzt gerade nicht. Führe und auch. Also im Moment ist es heftig. Ja. Zu viel Baustellen einfach. Ja. Das ist einmal. Das war ein Bootszubehör, da stand nur 1500 Kilo und der kam mit einem riesen Boot um die Ecke, was 6 Meter lang war, wo wir auf den Papieren gar nichts wussten davon. Und das natürlich dann aufs Auto zu kriegen, das ist dann schon mal ein bisschen spannender. Ne? Also, das habe ich alles hinter mir. Das gibt nur noch Hamburg und alles ist gut. Okay. Warum gefällt Ihnen das so, dass Sie jetzt eigentlich nur noch in Hamburg herumfahren? Naja, dass ich immer abends zu Hause bin, ne? Ja, das passt. Gut, also, mein Name... Das war jetzt falsch, ne? Ja, wie soll ich denn da jetzt drauf antworten? Ich krieg das alles immer nicht zusammen. Ich bin viel zu aufgeregt jetzt hier. Bin ich da auch noch gefilmt, da unten? Nee, nee. Ich bin Speditionsleiter aktuell. Oder nee, das ist auch falsch, das ist auch Mist. Ja. Ja. Scheißwörter. Und sind aktuell Speditionsleiter. In Hamburg, oder? Oder generell Speditionsleiter? Ich bin kein Schauspieler. Ne? Ich war mal Fotomodell. Glaubt mir keiner, ne? Wieder, haben Sie jetzt wieder Punkte erwischt da. Oder was wünschen Sie sich für die nächsten Jahre? Rente. Was aus der Buchhaltung herausgeht. Das passiert. Ja, für die Zukunft, okay, da muss ich jetzt erstmal gerade so überlegen. Also ich sag mal, ich bin jetzt schon vom Ziel her eigentlich gut da, wo ich eigentlich hin wollte. Netter Kollegenkreis, das Arbeiten in Teams, ja. Ja. Haben Sie tatsächlich noch irgendwas, was Ihnen wichtig ist? Nö. Müsste irgendwie zurechtschneiden. Ja. Und vielleicht auch das ein oder andere raus. Ich erwartet immer jeden Tag von einem neuen so Abenteuer. So.